WM Riesenslalom. Nächster Rekord. Schifrin fährt mit Marcel Hirscher am 19. März 2023 1243 Uhr. Die alpine Königin Michaela Schifrin verabschiedete sich in Topform und immer noch aggressive Pause. Die Weltmeisterin ließ die Konkurrentin beim Weltcup-Finale in Solut zurück und vermasselte ihre beeindruckende Rekordgutheit im letzten Riesenslalom erneut. Für die 28-Jährige war es der 88. Erfolg seit ihrem WM-Debüt vor 12 Jahren. Mit dem 138. Sieg in einem riesigen Slalom. Schifrin hatte großen Kristallkugel bereits für den Gesamtbetrag und kleinen im riesigen Slalom. Und Slalom-Weltmeisterschaft gelöscht. Schifrin Perform wird in der zusätzlichen Klasse fortgesetzt. Der Amerikaner hatte den Wettbewerb mit der Startnummer 1 eine beste Zeit vorgestellt, die nicht geknackt werden konnte. Schifrin ging zuversichtlich in die Entscheidung vor Kanadas Valerie Grenier und dem italienischen Marta Bassino. Im Finale schob sich der norwegische Thea Louise Stjernesund auf das Podium vor Grenier. Der Sieg ging mit einem Vorsprung von 600 Stern an Michaela Schifrin. Wally verabschiedet sich vom Weltcup-Zirkus. Für die französische Frau Tessa Wally war es der letzte Kampf um ein Podium. Die 33-Jährige verabschiedet sich von der Alpenbühne mit dem 11. In 2013 und 2017 gewann sie den Weltmeistertitel in der Giant Slalom. 16 Siege und 2 kleine Kristallkugeln sind in der Weltmeisterschaft erhältlich. Der Karriereabschluss war auch der 16. Platz für die Teamkollegin Coralie Frasse-Sombet. Flova und Brignone vorzeitig ausgehen. Kein DSV-Vertreter in den Top 25 der Saison. Da Rücktritt von Viktoria Rebensburg 2020 ist Deutschland in der alpine Basic-Disziplin aus Karte verschwunden. Wir schaffen nicht einmal Athleten, die in der erweiterten Weltspitze fahren, sagt alpine Direktor Wolfgang Meyer.